Das könnte schon. Unglaublich aber wahr. Der sechste Punkt und damit der Siegpunkt in diesem Spiel sein zwischen TV Riechbeckstein mit seinem Aushängeschild Alex Fleming beim Aufschlag gegen Simon Berglund. Immerhin erweiterte Nationalmannschaft beim schwedischen aktuellen Europameister. Wenn es aber ganz schlecht läuft, ist es nicht auszuschließen, dass es hier nochmal spannend wird. Allerdings Pjotr Fedirov in bestechender Form. Hat den ersten Satz nach Hause gebracht. Gegen die Zweitliga-Legende. Erich Bottruf, Borussia Dortmund.
Thank you.
Simon Berglund gleicht aus zum 2:2. Dann steht jetzt der letzte Satz an, ob er 6-1, 6-2 gewinnen. Ich glaube, es hat kein Mensch mitgerechnet, dass wir um diese Zeit heute fertig werden und am Schluss ein Sieg gegen den Tabellenführer dastehen. In der Vorrunde ging das Spiel zwischen Alex Fleming auch in den fünften Satz und endete am Schluss 3:2 für Alex gegen Simon Berglund. Aber genau genommen musste die Formkurve von Berglund immer noch steigen. Alex ist wohl immer zufrieden, wenn er seine Form hält. Also an vielen Nebenbeschäftigungen, die er da so hat. Football, Basket, das Spiel mit ganz normalen Holzschlägern. Da ist er ja weltweit Nummer 1 und mehrfacher Weltmeister und World Cup Sieger.
Vielen Dank fürs Kommen. Guten Nachhauseweg, unser nächstes Heimspiel.